Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wollte euch im heutigen Video mal die Nabla Weihnachtskollektion vorstellen und auch die kleine Weihnachtskollektion, also die Holiday Collection von Dominique Cosmetics. Die hatte ich ja freundlicherweise wieder von Purish zugeschickt bekommen. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, das Video früher zu drehen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Auf Instagram hatte ich euch die Collections zumindest schon mal gezeigt von Nabla. Es ist ja enthalten eine Lidschattenpalette, die Side-by-Side Nude Palette. Die werden wir heute gemeinsam testen. Die ist auch noch komplett unbenutzt. Also da werden wir jetzt heute zusammen gemeinsam das erste Mal reindippen. Dann werde ich auch gleichzeitig noch benutzen diese kleine Mini-Glitter-Palette, die von Nabla noch mit dabei war. Das ist die Ruby Lights Glitter-Palette. Da gab es ja schon mal so eine Glitter-Palette, Miami Lights hieß die im Sommer. Und da sind halt solche vier Glitzertöne drin. Da plane ich auch einen von zu benutzen, dass wir wirklich gleich alles einmal testen können. Dann gab es auch noch einige Lip-Liner. Da weiß ich noch nicht, ob ich einen von testen werde, aber ich werde euch die auf jeden Fall alle mal nebeneinander swatchen, auf meinem Handrücken oder auf meinem Unterarm oder so, dass ihr die sehen könnt. Denn das sind alles Nude-Töne, die heißen auch alle Nude 1, Nude 2, Nude 3 und so weiter. Also die werden von hell zu dunkel sozusagen durchnummeriert und da sind einige verschiedene Töne mit dabei. Und was auch noch mit dabei ist, wie gesagt, von Dominique Cosmetics dann die beiden Holiday Kits. Eins ist falsch rum. Und ich glaube mal, dass ich die beiden dann hauptsächlich auf den Lippen benutzen möchte. Also, dass ich quasi von Nabla die Lip Liner euch bloß zeige und dann aber auf den Lippen hauptsächlich eins von den beiden Sets oder vielleicht trage ich sie auch beide einmal auf, um sie euch zu zeigen, nehmen werde. Und was auch noch in meinem Paket mit drin war, obwohl es prinzipiell keine Weihnachtscollection ist, ist von Spectrum das Pinselset für die Augen. Und das werde ich natürlich dann heute auch gleich mal versuchen mitzubenutzen. Bin schon sehr gespannt drauf. Ich habe das ja jetzt schon öfter bei Janine gesehen, vom Kanal bei Janine. Sie schwärmt da sehr von und ich bin davon überzeugt, dass mir die auch gut gefallen werden. Insofern könnt ihr euch auf diese Sachen heute freuen. Das ist sozusagen ein kleines, ja gut, hauptsächlich geht es schon um die Nabla-Sachen, Weihnachts-Special-Test. Bevor wir anfangen, gleich vorab, ich habe momentan, glaube ich, keinen gültigen Purish-Code. Es ist jetzt mittlerweile so, dass Purish auch Affiliate-Codes anbietet und in dieses Programm wurde ich auch mit aufgenommen. Es hat aber technisch nicht gleich geklappt bei mir. Irgendwie gab es da ein kleines Problem, wodurch das erst recht spät durchgegangen ist. Das heißt, ich habe für, ich glaube, einen Tag einen Code gehabt. Und jetzt ist es so, dass bei Purish die Black Week beginnt ab Montag, weil ja auch Black Friday ist. Das heißt, es wird die ganze Woche über besondere Rabatte geben, sodass diese Affiliate-Codes, diese 15%-Codes nicht zusätzlich möglich sind. Das heißt, aktuell, wenn ihr das Video seht, habe ich, soweit ich weiß, keinen Code. Ich schreibe euch meinen trotzdem mal in die Infobox. Aber wie gesagt, ich glaube derzeit funktioniert er nicht. Es kann aber sein, dass der nach dieser Black Week dann wieder funktioniert. Deswegen packe ich ihn einfach mal in die Infobox. Das ist Fräulein15 für alle, die es interessiert. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst und transparenzhalber, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist dann auch ein Affiliate-Code. Das war es vorher nicht. Das ist jetzt tatsächlich mal einer. Das heißt, wenn ihr über diesen Code bestellt, verdiene ich daran prozentual auch etwas, was vorher nicht der Fall war bei den alten Codes. Und ich dachte mir, da wir heute sowieso schon so viel Nabla in dem Video haben, packe ich auch gleich mal meine drei Skin-Produkte davon aus, also Bronzer, Blush und Highlighter. Erstens benutze ich den Skin Bronzing in der Farbe Ambra. Das ist ja, glaube ich, die hellste Farbe gewesen und das ist ein so toller Bronzer. Habe ich jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr benutzt. Da freue ich mich jetzt wieder drüber, dass ich den mal wieder auftragen kann. Was ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn ich meine Augenbrauen schon gemacht habe und dann den Bronzer auftrage. Aber ich habe es jetzt einfach mal schon gemacht, damit ich das Video dann nicht nochmal unterbrechen muss. Ich mag den Bronzer. Dann habe ich noch den Skin Glazing in der Farbe Independence. Das ist ja einer von diesen etwas luminöseren Blushes. Sehr vorsichtig sein, denn die sind sehr gut pigmentiert. Und da der recht dunkel ist, sieht man den bei mir, finde ich, auch immer sehr schnell. Also da braucht es prinzipiell nur ganz, ganz wenig. So reicht das schon. Und ich bin wirklich nicht doll mit dem Pinsel ins Pfännchen reingegangen. Ich glaube mal, den sieht man halt bei mir auch so gut, weil ich so hell bin. Ich mag es ja sowieso etwas mehr overblushed. Also für mich ist das prinzipiell ja meist nicht schlimm, wenn es ein bisschen mehr ist. Mehr ist mehr bei Blush. Aber ja, zu viel dann vielleicht auch nicht gut.
So, dann haben wir die Sachen schon benutzt. Dann kommt jetzt natürlich auch noch der Highlighter. Dafür müssen die Haare wieder ein Stück weg. Da nehme ich wieder Ozone. Der ist auch schon so gut benutzt bei mir. Den habe ich jetzt in letzter Zeit auch wieder häufiger verwendet. Und ich benutze wieder von Letizia Lemark den Highlighter-Pinsel, weil ich den total liebe. Also ich finde den so toll. Der ist gerade für solche etwas intensiveren Blushes auch, Highlighter auch total gut, weil der die dann so schön ausfächert. Also die nicht so unnatürlich einfach nur so ein Streifen ist, sondern das dann einfach so schön zart ausgefächert wird. Einfach richtig schön verblendet. Ihr könnt den auch ganz hier hinten anfassen, dann habt ihr noch ein bisschen eine leichtere Hand. Und dann sieht es einfach wirklich auch aus wie Glass Skin. Dann kommen wir jetzt auch schon zu den Pinseln. Die sind noch original eingepackt, wie ihr sehen könnt. Ich mache die jetzt mal auf. Das sind jetzt die Pinsel. Ich habe auch gerade schon mal einen angefasst. Die sind super angenehm. Also die fühlen sich richtig toll an. Ich bin gespannt, wie es gleich klappt mit den Pinseln. Und ich würde jetzt erstmal überlegen wollen kurz, was ich hier überhaupt schminken möchte. Dadurch, dass wir auf jeden Fall einen Glitzershade nehmen wollen oder ich einen Glitzershade nehmen wollen, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich wahrscheinlich in dieser braunen Richtung bleibe. Also zum Beispiel den in die Crease, den so ein bisschen zum Verdunkeln und einen von denen dann wahrscheinlich nochmal, um es nochmal ein bisschen mehr zu verdunkeln. Und ich vermute mal fast, dass ich dann wie so eine Art Cut Crease machen werde. Als allererstes nehme ich jetzt von Spectrum den B06 Pinsel und ich gehe in die Farbe Halftime. Das ist dieser Transition Shade hier oben. Der nimmt schon mal gut die Farbe auf jeden Fall. Also mit dem Pinsel klappt es auf jeden Fall hervorragend und die Farbe ist auch hervorragend pigmentiert, würde ich mal sagen, ne? Ist schon mal auf jeden Fall gut. Jetzt nehme ich den A8 Pinsel, das ist so ein bisschen von der Form her wie so ein typischer MAC 217 oder zu Eva 227 heißt der da, glaube ich. Und ich gehe jetzt in die Farbe, die direkt da drunter ist, die heißt Beauty Mark, also so ein bisschen intensiverer Braunton, ein bisschen dunkler. Und den gebe ich mir jetzt auch so ein bisschen in die Crease mit rein. Dann ist ja auch so ein kleiner Pinsel dabei, den ich ganz gerne immer benutze, um wirklich hier am äußeren Augenwinkel abzudunkeln. Das ist der A12, den finde ich auch super dazu. Jetzt weiß ich bloß gerade nicht, welche Farbe ich dazu nehmen will, was so ein bisschen passend wäre. Also die beiden sind mir hier so ein kleines bisschen zu warm dazu und der hier ist definitiv zu bisschen kühl und dunkel. Ich glaube, ich werde einfach so ein... Ich werde einfach so ein bisschen versuchen zu mixen. Ich gehe auf jeden Fall in Burnt Sierra hier rein. Und dann dippe ich einfach einmal noch hier in diesen anderen Ton mit rein. Und hoffe, dass das... am Ende dann gut funktioniert. Ich glaube, ich merke gerade, dass es mit Burnt Sierra nicht so eine gute Idee war. Ich versuche jetzt einfach wirklich bloß diesen dunklen Ton zu nehmen, aber ich versuche es nicht so sehr zu übertreiben, was, glaube ich, schwierig ist. Aber ja, wir werden sehen, weil der Burnt Sierra doch schon relativ roten Unterton hat und das ist mir jetzt einfach ein bisschen zu viel. Werde ich einfach von NYX so ein bisschen Glitterglue auftragen, weil ich glaube, dass die Glitzer dann ein bisschen besser halten. Gib mir erstmal ein bisschen was auf den Handrücken davon.
und nehme dann von Spectrum den A13 Pinsel dazu, gehe hier so ein bisschen rein, verteile das ein bisschen und dann kann ich mir das hier aufs Auge auf, da wo ich dann gleich möchte, dass der Glitter hält. Jetzt switche ich um zu dem A16 Pinsel und nehme aus dieser Ruby Lights Palette den Ton hier ganz oben rechts, diesen etwas goldorangenen Glitterton, und guck mal, ob das mit dem Pinsel gut klappt. Ich vermute nämlich fast nicht. Ansonsten werde ich mal, obwohl doch, geht eigentlich. Und dann drücke ich mir das hier vorsichtig auf. Wow, das sieht krass aus. Also es hat auch echt sehr gut gehalten. Und ich muss auch feststellen, dass gerade recht wenig runtergekrümelt ist. Also ein bisschen was habe ich jetzt hier unterm Auge natürlich, aber es geht. Also ich habe nichts auf der Wange oder so. Ich bin gerade echt überrascht davon, dass das so gut gehalten hat auch. Ansonsten halt einfach das Make-up danach machen, aber ich war mal wieder so klug und habe da irgendwie gar nicht drüber nachgedacht. Das ist halt so mein normaler Ablauf, dass ich immer erst die Foundation auftrage und dann das Augen-Make-up mache. Und dass ich heute ja Glitzer benutze, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich trage jetzt ganz kurz Eyeliner auf, Mascara und wahrscheinlich auch Fake Lashes, weil das passt heute einfach dazu. Und dann sehen wir uns gleich nochmal zu den Lippen. So, die Wimpern sind drauf. Da habe ich von Be Perfect wieder die Tahiti Lashes genommen, die aus der Carnival 3 Collection waren. Und jetzt swatchen wir zusammen erstmal die ganzen Lip Liner von Nabla. Ich fange mal mit der hellsten Farbe an. Das müsste ja dann irgendwo Nude 1 sein. Ja, da haben wir ihn. Die heißen alle Close-Up Lip Shaper. Das ist jetzt der Nude 1. Darunter machen wir direkt Nude 2. Ich sehe schon, das wird alles etwas schräg, aber egal. Nude 3. Dann kommt Nude 4. 5. 6. Ich blende euch die auch gleich nochmal ein bisschen näher ein. Der ist auf jeden Fall deutlich dunkler nochmal. Die waren auf jeden Fall beim Swatchen jetzt alle gerade butterweich. Also es wird auf den Lippen wahrscheinlich sehr, sehr leicht sein, die aufzutragen, ohne dass man da groß ziehen muss oder sonst was. Ihr könnt ja schon erkennen, dass die alle unterschiedliche Untertöne haben. Es gibt welche, die so ein bisschen wärmer sind. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt hier, ich glaube, das war der Nude 4, wenn ich mir den jetzt hier angucke, der ist ein bisschen wärmer. Nude 5 ist dann wieder so richtig typisches Braun. Also alle verschiedene Untertöne. Und am besten gefällt mir natürlich Nude 1 und 2. Das sind wahrscheinlich auch die, die ich dann so am häufigsten tragen würde. Dann kommen wir jetzt aber zu den Holiday Kits von Dominique Cosmetics. Und ich würde tatsächlich sagen, ich trage erstmal das Nude Set auf, weil das dann einfacher ist, das wieder abzuwischen danach. Und danach tragen wir nochmal zusammen das rote Set auf. Das Nude Set heißt In a Daze und hier ist auch ein Lip Liner drin und ein Lip Gloss. Den Liner können wir auch mal daneben swatchen, so sieht der aus und das ist der Gloss, das ist einfach nur so ein, ja, farbloser, aber dafür mit ganz, ganz viel Glitzer drin, also auf jeden Fall passend zu Weihnachten, wo es ja nie genug Glitzer sein kann. Der, oh, ist hier zum Rausdrehen, aber man kann ihn auch wieder zurückdrehen. Den mache ich jetzt einfach mal hier quer rüber. Der ist nicht ganz so bräunlich, also das ist auch ein schöner Nude-Ton. Wenn, dann würde der so eine Mischung aus dem ersten und dem vierten sein und noch ein Stückchen heller auf jeden Fall. Der hat auch so eine ganz interessante dreieckige Form und den trage ich jetzt mit euch mal zusammen auf. Und darüber kommt jetzt der Gloss. Ich finde, der sieht so geil aus. Bin auf jeden Fall gespannt. Ist bestimmt eine ganz tolle Kombination. Boah, der riecht voll lecker.
Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Kombination. Ich mag die voll. Also den Gloss finde ich auch richtig toll. Letztendlich könnte man den ja über so gut wie jedem anderen Nude-Liner auch tragen. Also sag mal zum Beispiel über dem Nude 1 hier könnte man den auch gut auftragen. Aber es ist so eine schöne Kombination. Die Farbe von dem Lip Liner ist auch fast so ein bisschen wie Your Lips But Better bei mir. Also das ist schon ähnlich auf jeden Fall. Aber wir wollen ja noch den roten Ton testen und deswegen wische ich das jetzt erstmal wieder runter. Das ist der rote Lip Liner. Ich bin gespannt, ob ich das jetzt richtig hinkriege, denn rot ist ja auch immer ein bisschen schwieriger. Oh ja, es ist auf jeden Fall ein richtig schönes Rot. Es ist auf jeden Fall ein sehr kühles. Das heißt, dass wenn ihr dann damit lächelt, eure Zähne automatisch ein bisschen weißer wirken, weil das so einen bläulichen Unterton hat. Jetzt kommt noch der Gloss oben drüber. Der ist natürlich auch rot getönt. Die Kombination gefällt mir zum heutigen Augen-Make-up tatsächlich ein bisschen besser. Das andere war mir, glaube ich, ein bisschen zu in die mauvige Richtung gehend. Aber rot ist irgendwie einfach, rot passt einfach immer. So, dann sind wir mit dem Video tatsächlich auch schon durch. Wir haben alles getestet, was ich testen wollte in diesem Zusammenhang. Ich bin tatsächlich begeistert von allem, was ich heute testen konnte. Also in erster Linie natürlich von der Nabla-Palette. Ich weiß, dass ich da jetzt natürlich nicht alles testen konnte. Das werde ich in den nächsten Wochen und Tagen definitiv tun. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das wirklich die Palette wird, die ich dann an Weihnachten dieses Jahr benutze. Das kommt natürlich noch drauf an, was noch so alles dieses Jahr released wird. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus, denn letztendlich ist es eigentlich genau das, was ich zu Weihnachten immer trage. Ich trage wirklich zu Weihnachten eigentlich immer irgendein braunes Smoky Eye mit goldenem Lidschatten und warum nicht dieses Jahr mal ein bisschen Glitzer. Das gefällt mir extrem gut. Also auch diese kleine Ruby Lights Palette kann ich absolut empfehlen für jeden Glitzerliebhaber. Hat gut funktioniert in der Anwendung und außer ein bisschen Glitterglue braucht man dafür eigentlich nichts. Insofern, ja, bin ich sehr begeistert. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich vielleicht einen von den Liplinern dann zu Weihnachten tragen werde mit vielleicht irgendwie noch einem Gloss drüber. Könnt ihr vielleicht einen von denen nehmen und dann aus dem Dominique Cosmetics Holiday Lip Days, hieß das so? In a Days Lip Kit den, weil tatsächlich an Weihnachten, ich habe schon roten Lippenstift an Weihnachten getragen, ich mag sowas auch total gerne, aber meistens ist es dann doch so, dass ich mir zu sehr einen Kopf dabei mache, wenn ich dann mit meiner Familie esse, wo dann der rote Lippenstift mittlerweile hängt. Deswegen habe ich letztes Jahr zu Weihnachten einfach nur Nude Lippenstift getragen und als er dann nach dem Essen weg war, dann habe ich ihn einfach wieder nachgezogen und gut war. Also insofern, das ist so wahrscheinlich mein Plan für dieses Jahr Weihnachten. Ich bin aber prinzipiell mit allem zufrieden, was ich jetzt in dem Video getestet und gezeigt habe. Richtig gut fand ich auch die Spectrum-Pinsel. Also da bin ich echt begeistert davon, wie gut die hier heute performt haben, wie gut die Farbe aufgenommen und auch wieder abgegeben haben, wie gut sie verblendet haben, insbesondere in Zusammenarbeit mit der Nabla-Palette. Das war wahrscheinlich einfach so ein Zusammenspiel aus beidem. Also kann ich euch absolut ans Herz legen, dieses Set ist wirklich richtig, richtig toll. Und vor allem finde ich es toll, dass Spectrum jetzt einfach auch bei Purish erhältlich ist, denn früher gab es das, glaube ich, nur auf deren eigener Website. Dann musste man aus England bestellen, das hat dann länger gedauert und so weiter. Und ich glaube, die Pinsel gibt es auch oder gab es auch mal bei Zalando und ASOS, aber da waren die dann irgendwie übertrieben teuer. Also ich finde es toll, dass die jetzt bei Purish sind. Purish versendet halt auch immer so schnell, so zumindest ist es bei mir immer so gewesen. Also auch die Sachen, die ich wirklich selber gekauft dort habe, habe ich bestellt und meistens nächsten Tag hatte ich das Paket schon. Das ist ein bisschen wie bei Amazon Prime. Ja, ihr Lieben, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von den Sachen haltet, vor allem von der Nabla Collection und von den beiden Lip Kits von Dominique Cosmetics. Wäre das was für euch? Interessiert euch das oder habt ihr es vielleicht sogar schon gekauft? Denn die Sachen sind ja mittlerweile schon online gewesen bei Purish. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, eure Meinung dazu. Lasst mir wie immer alles in den Kommentaren. Ansonsten verlinke ich euch alles, was ich finden kann, unten in der Infobox. Schaut dort gerne vorbei, dann könnt ihr einfach draufklicken und direkt zu dem Produkt gelangen. Also auch die Sachen, die ich jetzt quasi nicht explizit gezeigt habe, meine Foundation und mein Primer zum Beispiel.
Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut!